Hallo und willkommen auf der Wildcat Hollow Farm mit Petra. Es hat jetzt leider eine Weile gedauert, bis ich wieder ein Video machen konnte. Ich bin ein bisschen flach gelegen. Die Reise und das Wetter haben mir wohl ein bisschen zugesetzt. Ich war ziemlich kaputt ein paar Tage lang, habe mir eine dicke Erkältung eingefangen und nicht wirklich viel gemacht. Naja, wir haben schon einiges gemacht, aber zu Videos war ich irgendwie nicht fähig. Das holen wir jetzt nach. Heute, wie schon das letzte Mal versprochen, werde ich euch mit zur Südkoppel nehmen und zum Teich hoch. Und bevor wir dahin gehen, möchte ich euch nur noch schnell hier im Vorgarten ein paar Kleinigkeiten zeigen, was wir jetzt gemacht haben. Es ist viel passiert in den letzten 2 Wochen. Alles haben wir nicht so wirklich festgehalten, weil einfach zu viel durcheinander passiert ist und wir viel, trotz alledem viel gearbeitet haben. Wir haben einen neuen Ofen gekauft und aufgestellt. Wir haben im ganzen vorderen Teil des Hauses schon fast überall Zwischenboden, USB-Platten verlegt. Wir haben, gestern war der Brunnenservice hier und hat die alte Pumpe aus dem Brunnen gefischt. Und wir können jetzt nächsten Samstag endlich die neue Pumpe installieren, beziehungsweise erstmal die Pumpe in den Brunnen runterlassen. Dafür kommen einige Freunde von uns zu Besuch, die uns helfen, denn die Pumpe muss 35 Meter in den Brunnen gelassen werden. Und das ganze Rohr, und also 35 Meter Rohr und auch Elektroleitungen müssen praktisch erstmal hier im Gelände ausgerollt werden und sollte möglichst ohne zu verwursteln dann in den Brunnen gelangen. Deshalb brauchen wir da ein bisschen Hilfe dazu. Ansonsten haben wir viel Holz gemacht und auch alle möglichen anderen kleinen Arbeiten hier rund ums Haus. Es hat sehr, sehr viel geregnet. Deshalb haben wir öfters auch mal nichts draußen machen können. Da haben wir dann im Haus gearbeitet. Heute ist es irre, irre kalt. Heute früh hatte es minus 14 Grad. In unserer Behausung hatte es, als ich aufgewacht bin, ungefähr ungefähr 7 Grad, nicht minus, aber hatte 7 Grad ungefähr, was auch eiskalt ist für innen. Mittlerweile ist die Sonne außen, es ist wunderschön draußen, aber immer noch zapfig kalt. Deshalb dachte ich, werden wir heute einfach mal hier das schöne Wetter nutzen und mal ein bisschen Video machen. So, ich schwenke euch jetzt dann praktisch mal rum und zeige euch mal kurz, was wir hier im Garten gemacht haben. Und dann geht's weiter zur Koppel und zum Teich. Bis gleich! So, hier jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt von den Dingen, die wir hier so treiben tagsüber, wenn es mal nicht gerade regnet. Ich habe zum Beispiel jetzt in den letzten paar Tagen, als es mal nicht geregnet hat, hier das Blumenbeet direkt vor dem Haus praktisch wieder belebt, eingefasst hier mit den schönen Steinen. Denn es ist soweit, dass hier schon tatsächlich die ersten Frühlingsblüher total aus dem Boden sprießen und gerne den Frühling begrüßen möchten, auch wenn es heute eher wie tiefster Winter ist bei minus, ich glaube, es hat immer noch minus 8 oder minus 9 Grad im Moment. Habe hier also das Beet eingefasst, damit die nicht wieder niedergetrampelt werden. Ich denke mal, die Blümchen hier sind bestimmt, husch, da ist mal Barnaby durchs Bild gehuscht, schon seit Jahren nicht mehr sichtbar gewesen, denn als wir hier ankamen, war das Unkraut 2 Meter hoch. Und ich wollte die jetzt einfach mal ein bisschen schützen, dass Mike nicht ständig mit der Schubkarre drüber fährt und alles wieder kaputt trampelt. Deshalb habe ich hier also gleich mal das Blumenbeet neu eingefasst und ich denke, das sieht ganz niedlich aus jetzt im Moment. So, dann haben wir unter anderem auch, muss man meinen Hund hier rufen, Barnaby, komm hier. Der sucht seinen Papa, der ist gerade mit dem Auto
runter ins Bachbett gefahren, um Kies zu holen. Und der Hund denkt natürlich, er muss hinterher, aber er soll gefälligst hier bleiben. Du bleibst mal bitte hier, Schatzi. So, hier üben auf der anderen Seite haben wir jetzt im Eingangsbereich auch gestern ein bisschen verschönert. Haben hier eine kleine, wie soll man sagen, eine kleine Stufe hingebastelt, dass man nicht immer den ganzen Lehm und Dreck und Zeug mit reinschleift, sondern hier ein bisschen Kies dazwischen hat. Das ist jetzt natürlich alles nur vorübergehend, weil hier vorne muss sowieso die ganze Veranda, die kommt irgendwann hier runter, die muss erneuert werden. Deshalb alles nur im Moment vorübergehend hier, aber sieht zumindest mal ein bisschen nett aus. Das haben wir also auch gemacht. Ansonsten gehen wir jetzt hier mal nochmal rüber kurz zum Bohnen. Nur ganz kurz wollte ich euch zeigen. Da haben wir, also hier sieht man schon rechts liegen, das ist das ganze alte Rohr, was gestern der Brunnenservice aus dem Brunnen gefischt hat, und unten hing die Pumpe dran, die hat Mike jetzt schon abgemacht und auf den Schutt geschmissen, auf unseren Schutthaufen, auf unseren riesengroßen. Dieses starre PVC-Rohr war drinnen, was wir jetzt allerdings neu reinmachen, das ist also neuwertiges Kunststoffrohr, das auch biegbar ist, also kein so ein starres Rohr mehr. Mike hat jetzt hier, da ist er eben gerade dabei, ist gerade dabei, hier die ganze Fläche mit Kies aufzufüllen. Dann kommt eine Lage Plastik dazwischen und nochmal Kies obendrauf. Und dann wird das mit Platten ausgelegt. Und dann kommt hier eben die Brunnenanlage obendrauf. Und später dann mal ein Häuschen. Das sind wir also auch immer momentan noch dabei am Basteln. Ist noch nicht so ganz fertig, das dauert wohl noch, aber jeden Tag ein bisschen. Dann hier, was ich heute auch noch gemacht habe, dieser kleine Abfallhaufen hier. Mal kurz hier reingucken. Das sind alles alle Dosen. Das ist der ganze Abfall, den ich nur heute in einer Ecke hier des Gartens aufgesammelt habe. In ungefähr, ich denke mal, das war so eine Fläche von vielleicht 40, 50 Quadratmetern, war nur allein dieser Haufen Abfall drinnen. Naja, das sind also so die kleinen Arbeiten, die so nebenbei noch anfallen. Jetzt machen wir aber das, was wir versprochen haben. Wir gehen auf die Koppel und zum Teich. Und da führe ich euch jetzt hin. Bis gleich. So, wir stehen jetzt wieder in unserer Einfahrt. Nur damit ihr seht, von wo nach wo es hier jetzt dann geht. Wir gehen jetzt praktisch die Einfahrt hinunter. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr hell, weil hier scheint die Sonne ziemlich kräftig. Und gehen Richtung Anfang unseres Grundstücks. Ich nehme euch jetzt einfach hier mal mit. Barnaby findet das jetzt ganz klasse, da kriegt einen kleinen Ausflug. Und hier kommt dann schon bald, nach einigen Metern, hier üben sieht man übrigens auch schön, wenn die Sonne nicht so arg scheinen würde, sieht man auch ganz gut, wie das Gelände hier auch wieder nach links oben ansteigt. Man sollte gar nicht meinen, dass es gestern hier geschüttet hat, wie verrückt, aber unser Bachbett ist hier, wie man sieht, immer noch trocken. Es war also offensichtlich nicht genug Wasser, Gott sei Dank. Hier sieht man jetzt, geradeaus geht jetzt da die Einfahrt weiter. Und nach links geht es jetzt zu unserer Südkoppel. Das ist so einer meiner Lieblingsorte hier auf der Farm. Wir müssen hier ein Stückchen hoch. Die Sonne scheint heute, was das Zeug hält. Es ist wunderschön draußen, aber eisekalt. So, hier ist jetzt der Blick auf unsere Südkoppel. Das ist so eine meiner Lieblingsorte. Diese Koppel ist jetzt natürlich Winter, die Bäume haben keine Blätter und man kann überall so ein bisschen durchsehen. Aber im Sommer ist hier praktisch diese Koppel, hier liegt ein alter Reifen, diese Koppel komplett
mit Bäumen eingefasst. Wir haben das hier mähen lassen vom Nachbarn. Bis vor kurzem standen hier ungefähr noch 2 Meter hoch das Unkraut. Es ist eine riesengroße Koppel. Und hier auf der linken Seite ist die Koppel dann eingefasst vom Berg mit hier den wunderschönen Klippen. Das sieht so toll aus in Natura. Das ist alles, gehört alles immer noch zu unserem Grundstück dazu. Hier tropft überall das Wasser runter von den Gesteinen im Moment, weil es so viel geregnet hat. Auch hier oben geht es noch ungefähr, also oberhalb der Klippe hier, ungefähr nochmal so 30 Meter weit nach hinten ist noch unser Grundstück. Aber diese Koppel hier ist eben links komplett eingefasst vom Berg und dann ringsum von Bäumen. Im Sommer ist das hier super toll eingewachsen und so richtig ein schönes, lauschiges Plätzchen. Hier vorne geht es dann wieder raus. Hier ist praktisch dann der Ausgang wieder runter zur Auffahrt. Ich schwenke nochmal rum. Dies ist einer der Flecken, wo wir überlegt haben, später mal vielleicht hier links vor den Klippen eventuell eine Hütte, eine Gasthütte zu stellen, die dann im Sommer schön abgetrennt ist vom restlichen Grundstück. Man kann es kaum einsehen. Wir könnten hier vorne eine extra Zufahrt machen von unserer Zufahrt aus, dass es so komplett abgetrennt wäre und wenn hier dann jemand sich in die Hütte einmieten möchte, dann auch schön seine Ruhe hat. Wunderschön hier diese Klippe im Hintergrund und vor der Hütte dann die schöne Koppel, die schöne offene Koppel, ideal dann auch, wenn jemand kommt mit Pferden vielleicht, um hier in der Gegend zu reiten. Wunderschön, wie gesagt, eben einer meiner Lieblingsflecken. Barnaby liebt das hier auch. Es gibt hier auch ganz viele Gürteltürlöcher, wo man drin rumstöbern kann. So, das war also jetzt unsere Südkoppel hier. Jetzt knipse ich euch noch mal kurz weg und wir sehen uns vielleicht wieder am Teich. So, jetzt sind wir praktisch hinter dem Haus. Ich schwenke hier mal rum, damit ihr seht, wo der Standort ist. Hier ist praktisch links im Bild ist das Haus. Das ist jetzt hinter uns sozusagen. Das ist jetzt hier der Schleichweg nach hinten, der auf den Berg hoch führt. Und unser Notausgang praktisch, wenn wir geflutet sind, ist. Dieser Weg führt unter anderem eben auch zum Teich. Da gehen wir jetzt mal hin. Ich nehme euch mit. Arne bitte auch mit. Hier oben geht der Weg weiter dann hoch auf den Berg. Wir schwenken jetzt allerdings hier links rum. Da rechts rum natürlich, nicht links, sondern rechts. Und auch hier geht das Grundstück noch einiges weiter. Dieser Weg hier führt jetzt zum Teich. Hier, wenn wir jetzt hier rechts so durch die Büsche und durch die Bäume schwenken würden, hinter diesen Bäumen liegt nochmal eine kleine Koppel im Wald, eine Lichtung, eine Waldlichtung, mit einer riesengroßen, schönen Koppel, die auch noch zum Grundstück gehört. Da müssen wir aber erst einiges hier von den Bäumen
wegmachen, um da mal mit dem Traktor hinterzukommen. Das ist aber auch alles Zukunftsmusik. Wir gehen jetzt erstmal hier den Weg hoch. Hier war übrigens auch alles zugewachsen. Da haben wir auch den Nachbarn erstmal eine Schneise reinschneiden lassen, damit wir überhaupt hinkommen zum Teich. Der Teich war auch vollkommen zugewachsen. Mike hat hier auch schon, wie man hier sieht an der Seite, auch überall schon viel gefällt und weggemacht, damit man überhaupt hier Zutritt bekommt. Wir gehen hier durch den Wald, den Weg hoch, und hier kommen wir jetzt zu unserem Teich. Willkommen auf Wildcat Hollow Farm Teich. Wunderschön hier im Wald gelegen. Als Mike hier ankam, war hier alles dicht zugewachsen bis zum Ufer. Er hat hier schon, wie man sieht, hier rechts auch überall ganz, ganz viele kleine Bäume hier gefällt und hat schon am Ufer entlang hier ganz viel ausgelichtet. Warte hier, komm hier her. Ich muss den Hunden etwas zurückrufen, denn hier, weiß nicht, ob man das sieht, da war mal ein Zaun und da ist noch Stacheldraht dran. Das heißt, der Hund darf da nicht hin an die Stelle, weil ich Angst habe, dass er sich da reinhängt. Ist allerdings die einzige Stelle, den Rest haben wir schon überprüft, hier ist sonst was drinnen sonst. Und der Hund hat jetzt seinen eigenen Teich sozusagen. Finde das klasse. Geht da auch fürchterlich gerne rein. Finde das toll. Ja, wie gesagt, Mike hat hier schon angefangen, wie man sieht, den am Ufer entlang die ganzen kleinen Bäume zu fällen. Es ist ein schöner, großer Teich. Der Teich hat fast 1000 Quadratmeter. Das ist schon enorm. Wir werden hier jetzt im Frühjahr Fische reinsetzen. Es sind ganz, ganz kleine Fischchen drinnen, aber nichts Größeres. Es ist eben auch die letzten 10, 20 Jahre bestimmt nichts mehr eingesetzt worden. Aber es ist auch ziemlich tief in der Mitte hier. Der Teich in der Mitte hat bestimmt mindestens 3-4 Meter Tiefe. Das heißt, ideal auch seichte Zonen am Rand für alles, was man so an Fischen hier reinpacken kann. Und das werden wir natürlich ausnutzen. Wunderschön gelegen hier auch alles rundum, schön bewachsen. Schön eingewachsen vom Wald, wunderbar. Traumhaft schön. Wollte ich euch einfach zeigen. Es ist, ja, Barnaby-Bulle ist hier, traumhaft schön. Kriegt sich gar nicht mehr ein. Er hat seinen eigenen Teich, findet das ganz toll. Naja, jedenfalls wollte ich das jetzt kurz mit euch teilen. Das ist also unser Wildcat Hollow Farm Teich. Wunderschön gelegen. Wenn hier alles grün ist, sieht das noch viel toller aus. Jetzt im Winter ist es nicht ganz so prickelnd. Aber trotzdem einfach wunderbar. So, das war es jetzt dann auch schon wieder für heute. Das nächste Video wird vermutlich morgen oder übermorgen rauskommen und dann werde ich euch zeigen, was wir jetzt drinnen schon alles gemacht haben. So, dann tschüss für heute, bleibt uns gewogen, bleibt dran, verfolgt unser Abenteuer weiter mit und wir halten euch auf dem Laufenden, was hier alles so passiert. Uns geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Vergesst uns nicht und bis bald. Tschüss.